Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Wir werden uns heute tatsächlich ein Video anschauen von mir. Wahrscheinlich bin ich richtig, richtig blass. Es war nämlich in Deutschland vor Mexiko. Und ich habe in diesem Video meine Erwartungen und Vorstellungen, glaube ich, damals. Ich habe mir das Video nicht mehr angeguckt. Ich glaube, ich habe über Erwartungen und Vorstellungen gesprochen, die ich über Mexiko habe. Und wollte dann tatsächlich in der Zukunft nochmal ein Video machen, also heute. Nach Mexiko und halt ein Reaction-Video daraus machen. Und ja, here we are. Ich bin sehr gespannt. Ich habe hier auf jeden Fall meinen Laptop stehen und werde mir auf meinem Laptop dann das Video gleich ansehen, wenn ich es gefunden habe, liebe Leute. Wenn ich es gefunden habe. Oh, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's, Leute. Ich habe zwei. Was ist denn jetzt die aktuelle Version? Gibt es jetzt zwei? Ich habe eins gemacht, glaube ich. Ich blende es euch auf jeden Fall irgendwo ein. Ich weiß nicht genau, vielleicht mache ich meine Reaktion da und dann da irgendwie das Video aus Mexiko. Ich weiß noch nicht, wie ich das anordne. Ich habe das noch nie gemacht. Ja. Oha. Oh, ich bin so blass. Ich bin so blass. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich möchte gerne heute mit euch über Mexiko sprechen. Und zwar über meine Erwartungen an mein Auslandssemester. Ich werde ja jetzt ins Ausland gehen für ein halbes Jahr. Und ich habe natürlich bestimmte Erwartungen an dieses Auslandssemester geknüpft und an meine Zeit in Mexiko. Und darüber möchte ich gerne mit euch reden. Und zwar mit der Intention, dass ich nach meinem halben Jahr in Mexiko auf jeden Fall nochmal eine Art Update mache und dann tatsächlich Erwartungen versus Realität gegenüberstelle anhand dieses Videos, welches ich hier gerade drehe. Seid also gespannt! Es hört sich irgendwie so ein bisschen klischee-mäßig an, diese ganzen Sachen jetzt aufzuzählen, aber ich erwarte auf jeden Fall ganz viel Avocados. Limetten und auf jeden Fall auch scharfe Sachen, scharfe Süßigkeiten. Ich erwarte ganz viele coole Straßenstände mit irgendwelchen coolen Snacks und Essen. Wunderschöne, traumhafte Strände. Alle diese Punkte wurden erfüllt und das Lustige ist, wenn man sich das so anhört, also zum einen ist es super komisch, wenn ich mich selber sehe, in mega, mega krass blass vor Mexiko. Mit dem Wissen, dass diese Person, die ich gerade angucke, mein früheres Ich, die ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gerade habe und die ganzen Sachen, die sie sich damals erhofft hat, ja, also mein früheres Ich, habe ich halt jetzt schon tatsächlich erlebt. Alles, was sie jetzt bisher gesagt hat an Erwartungen, an scharfem Essen und mehr und allem Möglichen, das habe ich ja jetzt alles schon tatsächlich erlebt. Punkte scharfes Essen, das Essen in Mexiko ist so krass scharf, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist so scharf, dass Mexikaner teilweise eine Magenschleimhautentzündung bekommen und dann aber wiederum einfach Medikamente einnehmen, damit sie weiter scharf essen können, statt das scharfe Essen zu reduzieren, liebe Leute. Also stellt euch vor, Mexikaner, die essen natürlich nicht alle, ich möchte hier gar nicht generalisieren, aber ich habe Mexikaner kennengelernt, die eine Magenschleimhautentzündung hatten und dann trotzdem es nicht sein lassen konnten, scharfes Essen zu essen, obwohl sie eigentlich ein striktes Verbot hatten, scharfes Essen zu essen. Also nur damit wir uns hier verstehen, in Mexiko wird so krass scharf gegessen. Und einmal wurde mir gesagt, boah, das hat ja gar keinen Geschmack, weil es nicht scharf war. Und ich muss euch sagen, ich bestätige das. Das Ding ist, ich habe meine Lieblingschips gehabt, liebe Leute. Ich habe aber immer die originale Version gegessen, weil die halt nicht so scharf war. Und dann eines Tages dachte ich mir so, boah, ich möchte gerne die schärfste Version von meinen Lieblingschips probieren. Ich habe mir also meine Lieblingschips gekauft und die schärfste Version meiner Lieblingschips. Ich glaube, ich habe die hier. Oh, ich zeig die euch kurz, ich zeig die euch kurz. Das da, ja, die sind verschlossen, weil ich habe die schon geöffnet. Das da sind meine Lieblingschips. Ich habe dieses Teil da drauf, weil ich werde nicht die ganze Packung essen. Zum einen bin ich gerade Keto. Zum anderen werden sie mir jetzt wahrscheinlich eh zu scharf, wenn ich so drüber nachdenke. Jetzt will ich einen Chip essen, Leute. Liebe Leute, diese Chips, ja, das ist jetzt die schärfste Version von den Chips. Ich mag eigentlich die Originalen lieber. Ich habe die Chips auf jeden Fall zuerst gegessen damals und wollte dann wieder zu den weniger scharfen Chips wechseln. Und habe dann festgestellt, okay, die nicht so scharfen Chips haben tatsächlich an Geschmack verloren, Leute. Man schmeckt so krass viel weniger. Ich war richtig schockiert. Also ich verstehe die Mexikaner, die jetzt an so krass scharfes Essen gewöhnt sind, dass sie sagen, boah, alles andere schmeckt ja nach nichts, weil ich tatsächlich auch in dem Moment kaum Geschmack hatte. Das war schockierend. Meine Lieblingschips. Also meine Lieblingschips, aber in der krass scharfen Version. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt viel, viel, viel schärfere noch vor Ort. Ne? Also das ist jetzt von der Marke die schärfste Version, aber es gibt noch schärfere Chips, Leute. Ich finde die richtig lecker. Ja. Schärfe kommt jetzt. Reaktion, die ich gerade merke nach einem Chip. Meine Speichelproduktion wird angeregt. Mein Mund brennt ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich habe halt so die Hälfte der Packung einfach so weggesnackt. Und die andere Hälfte habe ich mir halt immer aufgehoben.
Und na, also beim ersten Chip merke ich jetzt auch schon was, weil ich jetzt gerade gar nicht scharf gegessen habe, Leute. Also seit ich in Deutschland bin, habe ich gefühlt gar nicht mehr scharf gegessen. Deswegen, ich merke jetzt diesen einen Chip. Als ich in Mexiko war, habe ich mich schon an so eine Grundschärfe gewöhnt. Ja. Ich will noch einen essen. Ich finde die echt lecker. Ja. Ich merke die Speichelproduktion, liebe Leute. Ich merke die Speichelproduktion. Ich würde jetzt echt gerne weiter essen. Ich bin ehrlich mit euch, aber ich glaube, da muss ich die ganze Zeit Speichel runterschlucken und ich glaube, das wollen wir nicht. Deswegen höre ich jetzt auf. Aber ich würde echt gerne weiter essen. Aber wie gesagt, liebe Leute, es gibt noch viel, viel schärfere Chips dort. Wir machen jetzt weiter. Und was ich auch erwarte. Wunderschönes Wetter, aber das sind ja jetzt in Anführungsstrichen die Basics. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen ins Eingemachte und in die angenehmen oder auch unangenehmen Erwartungen, die ich so habe. Ich habe nämlich, wenn wir ehrlich sind, auf jeden Fall auch noch Erwartungen an die Kultur oder auch an bestimmte Verhaltensweisen der Menschen, als auch an generelle kulturelle Gegebenheiten und Öffis und solche Sachen. Und da möchte ich jetzt gerne meine Vorurteile mit euch loswerden. Ich sage jetzt mal ganz bewusst Vorurteile. Ich meine es überhaupt nicht böse. Es ist eher der von außen nach Deutschland hin zu mir vermittelte Eindruck, welchen ich habe. Ja, genau. Also quasi so meine Erwartung, meine Vorstellung. Also nicht mal irgendwie das böse Vorurteilswort, sondern wirklich eigentlich nur meine Erwartung. Man muss dazu hier mal kurz anmerken, ich werde das natürlich mit meinen persönlichen Erfahrungen in Deutschland vergleichen. Wie zum Beispiel, das erste Beispiel, Pünktlichkeit. Ich glaube tatsächlich, in Mexiko ist Pünktlichkeit schon zwar auch vorhanden, aber ich glaube, es hat nicht so einen immensen Stellenwert wie jetzt hier in Deutschland, weil Deutschland einfach so hardcore überpünktlich ist und man dann wirklich irgendwie auf die Minute genau pünktlich sein muss. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Ding. Ich glaube, in Mexiko ist das jetzt nicht so dramatisch, wenn du mal eine Minute oder zwei zu spät kommst. Ich glaube, da wird dir jetzt keiner so krass den Kopf abreißen. Vielleicht auch doch, vielleicht irre ich mich auch total. Aber ich glaube zum Beispiel auch Öffis sind unpünktlich. Ich glaube, entweder es kommt ein Bus oder es kommt kein Bus. Und okay, zum Thema, ich glaube, Öffis sind unpünktlich. Next level, Leute. Öffis in Mexiko haben keinen Fahrplan. Öffis kommen einfach in Mexiko. Sie kommen sehr regelmäßig, sie kommen sehr oft. Das heißt, ihr werdet schon einen Bus erwischen, aber es gibt keinen Fahrplan. Es gibt also keine Pünktlichkeit bei Öffis in Mexiko. Pünktlichkeit unter Mexikanern. Ich muss sagen, 99% der Mexikaner sind immer unpünktlich. Das ist normal, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe mich da übertrieben dran gewöhnt. Ich habe mich da so dran gewöhnt, dass ich auf jeden Fall jetzt immer eine Viertelstunde Puffer brauche, weil... Also Viertelstunde ist immer normal, wenn man dann irgendwie ein bisschen später da ist oder so. Da wird einem niemand den Kopf abreißen. Viertelstunde bis 30 Minuten ist tatsächlich relativ normal. Also ich glaube, das Normalste, was ich so erlebt habe im Alltag, waren so 15 Minuten. Bis ich eine Mexikanerin kennengelernt habe, liebe Leute. Und diese Mexikanerin war so überpünktlich. Ich habe mich richtig überfordert gefühlt am Anfang. Die ersten Male, als ich sie getroffen habe und gesehen habe und als ich ein paar Sachen mit ihr unternommen habe, die war so pünktlich. Ich war so, oh, verdammt. Sie hat mir gerade geschrieben, dass sie in 2 Minuten losfährt. Und ich war so, oh, das ist eine Strecke für 10 Minuten. Und wir sind jetzt in einer halben Stunde verabredet. Ich war so richtig überfordert. Ich kannte das gar nicht mehr, Leute. Pünktlichkeit. Ich muss sagen, ich finde es unfassbar angenehm, dass man einfach immer eine Viertelstunde Puffer hat. Weil gerade in Mexiko, Leute, der Verkehr kommt einfach oder kommt halt nicht. Meistens kommt er. Ihr habt aber nicht die Garantie, dass ihr einsteigen könnt. Also in Mexiko muss man schon irgendwie so ein bisschen Puffer mit einplanen. Und deswegen finde ich es absolut menschlich, dass da einfach eine Viertelstunde Puffer mit eingerechnet wird, dass man halt auch mal ein paar Minütchen zu spät kommen kann. Es gab aber auch diese krassen Hardcore-zu-spät-Kommer. Auch diese gab es. Aber da muss man dann auch sagen, die gibt es halt auch in Deutschland. Nicht so häufig, aber gibt es auch. Was ich auch erwarte, ist, dass es 2 verschiedene Währungen gibt. Und dass ich definitiv verschiedene Preise bezahlen werde, wenn ich mit Währung 1 quasi die Originalen aus Mexiko bezahle oder halt in Dollar. Und ich glaube auch, dass ich auf jeden Fall, wenn ich irgendwie Englisch reden würde oder so, auf jeden Fall mehr bezahlen würde, als wenn ich Spanisch reden würde. Das hatte ich nämlich schon mal, als ich im Urlaub war. Und ich glaube, das ist in Mexiko vielleicht auch so, gerade in den Touristengegenden. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren und ich werde das auf jeden Fall hier berichten. Safe! Safe! Liebe Leute, ihr merkt schon, ich bin richtig muy, muy... Ja, ich wollte auf Spanisch sagen, wie sage ich das auf Deutsch? Ich bin sehr, sehr aufgeregt, euch diesen Fakt mitzuteilen, liebe Leute. Sprecht Spanisch. Sprecht in Mexiko Spanisch. Ihr werdet so viele Vorteile haben. Ihr werdet so viele Türöffner erleben, dadurch, dass ihr die Sprache sprecht. Es ist... ein Unterschied wie Tag und Nacht, ist ein Unterschied wie Sonne und Mond, ungelogen. Wenn ihr Englisch sprecht und sozusagen direkt abgestempelt werdet, dann werdet ihr so viel mehr bezahlen für alles. Auch außerhalb der Tourizone. Wenn man mir jetzt zum Beispiel ansieht, okay, ich bin jetzt keine Mexikanerin.
dann sprechen euch die Leute auf Englisch an. Sie wollen euch direkt abziehen. Ich habe einmal einen Test gemacht, liebe Leute. Ich habe einmal das Spiel mitgespielt auf Englisch und habe mir so gedacht, okay, gucken wir doch mal, was sie uns hier anbietet. Dann hat sie mir einen Preis angeboten, der viel, viel, viel zu hoch war, liebe Leute. Dann habe ich geswitcht zu Spanisch. Wenn ihr Spanisch sprecht, wird euch direkt ein neues Angebot gemacht. Ihr kriegt ein viel, viel, viel besseres Angebot. Ihr könnt handeln, alles. Die sind viel, viel, viel menschlicher, die kommen euch viel mehr zuvor. Wenn ihr in Mexiko irgendwas kaufen wollt, redet Spanisch. Ehrlich gesagt würde ich euch generell anbieten, wenn ihr in Mexiko seid, Spanisch zu sprechen, weil ihr wirklich nur Vorteile dadurch habt. Die Menschen sind euch gegenüber viel, viel offener, wenn ihr Spanisch redet und auch direkt viel interessierter. Wenn ihr irgendwie Menschen kennenlernen wollt, dann fragen die direkt, boah, wieso sprichst denn du Spanisch, was machst denn du hier überhaupt? Dann kommt man direkt ins Gespräch. Also ich möchte jetzt gar keinen Punkt vorwegnehmen. Also ich muss sagen, ganz kurz am Rand, sprecht Spanisch, sonst werdet ihr abgezogen. Handelt, ihr müsst unbedingt handeln, liebe Leute, immer. Und drittens, wenn ihr Spanisch sprecht, ihr werdet so viele Menschen kennenlernen, ihr werdet so krass in die Kultur mit integriert. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich wurde einfach mit in so eine Familie adoptiert und ich habe mich echt zu Hause gefühlt. Also ja, das wollte ich mal kurz am Rand sagen. Und tatsächlich auf dieser Basis, weil ich schon sehr viel gehört habe, dass irgendjemand ausgeraubt wurde, ich glaube, ich werde in Mexiko mindestens einmal ausgeraubt werden.